Die Arbeitgeber haben in der Tarifverhandlung gestern angeboten, dass es die ersten 4 Monate gar nichts geben soll. Die zweiten 4 Monate soll es 200 Euro geben, die allerdings auch verschiebbar oder auch auf null kürzbar. Und ab 1. September soll es 2% mehr geben, das aber auch verschiebbar mit dem Startzeitpunkt 1.1.2014. Und die Gesamtlaufzeit soll sein 20 Monate, das heißt bis August 2014. In Prozenten ausgedrückt ist es dann wahrscheinlich im schlechtesten Fall 0,8%. Und 0,8% ist real ein totaler Verlust bei den Mitarbeitern. Und von daher ist es so, dass wir dieses Angebot so nicht akzeptieren können. Wir haben uns in der ersten Verhandlungsrunde darüber unterhalten, wie die wirtschaftlichen Daten sind und haben übereinstimmend festgestellt, dass die Branche im Vergleich zur Gesamtwirtschaft deutlich mehr wächst. Und das, was wir angeboten bekommen haben, ist kein Angebot, sondern das ist Reallohnverlust verbunden mit flexiblen Dingen, die eine Erpressbarkeit der Belegschaft ausmachen. Und das ist so nicht hinnehmbar. Wir wissen aus eigener Erfahrung, wo das hinführt. Öffnungsklauseln heißt immer für die Beschäftigten, ich will die Belegschaft noch mal runterziehen. Ja? So, und das ist überhaupt in der Höhe gar nicht akzeptabel und auch nicht zu diskutieren. Die Arbeitgeber wissen genau, dass das betriebliche Verschieben von Tarifergebnissen von uns nicht getragen wird und dass die Betriebsräte das nicht wollen. Wenn man sowas trotzdem noch als Angebot formuliert, dann ist das fast so, als ob man einem Vegetarier ein Stück Fleisch hinlegt und dann ganz erstaunt ist, dass er das nicht möchte. Die Kollegen sind sauer. Ich denke, wir werden in betrieblichen Aktionen dem Arbeitgeber klar machen müssen, dass hier jetzt eine Linie überschritten ist, wo es so nicht weitergehen kann. Entweder erhalten wir ein vernünftiges Angebot, oder wir müssen unsere Kollegen mobilisieren und ich denke, das wird uns diesmal sehr gut gelingen. Weiter heißt es jetzt, dass am 18. oder 19. Aktionstage gestartet werden. Jetzt ist der Kollege auch vor Ort gefragt. Jeder Einzelne ist da natürlich gefordert, mitzumachen bei den Aktionen, die wir planen und auch seinem Unmut kundzutun, dem Arbeitgeber gegenüber auch. Er muss auch dem Arbeitgeber klar machen, dass seine Arbeit einen Wert hat und dass er bereit ist, dafür auch auf die Straße zu gehen.